War es ein Rückschritt, war es Pech oder doch alles geplant? Als SpaceX ihren Super Heavy Booster nach der Erledigung seiner Mission in den Golf von Mexiko leitete, wo das Verderben in einem gewaltigen Feuerball auf ihn wartete. Anstatt den Booster wie beim vorausgegangenen Flug wieder mit den Armen des Startturms zu fangen. Und warum hat die Oberstufe den Wiedereintritt in die Atmosphäre scheinbar besser überstanden, obwohl sie weniger Hitzeschutzkacheln hatte und aggressiver in die Atmosphäre eingetreten ist? Und warum tut sich SpaceX all das an, anstatt die Milliarden von US-Dollar in Form von Gewinnen an seine Investoren auszuschütten? Diesen Fragen gehen wir heute in dieser Starship-Fluganalyse auf den Grund. Bleib also dran, weil wir heute weit mehr besprechen als nur den sechsten Starship-Testflug. In diesem Video analysieren wir den sechsten Testflug des Starship und betrachten, was dieses Mal anders war. Wir decken die technischen Neuerungen, den tatsächlichen Ablauf und die strategischen Ziele von SpaceX ab. Etwas mehr als 4 Wochen nach dem 5. voll integrierten Starship-Testflug brach ein weiterer Starship-Stack, dieses Mal nicht in den frühen Morgenstunden wie bisher, sondern um 16 Uhr Ortszeit bzw. 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit zur nächsten Testmission auf. Der Plan sah vor, den Booster zum zweiten Mal zu fangen und die Oberstufe im Indischen Ozean zu landen. Ein Relight des Raptor-Triebwerks der Oberstufe im All, um Manöver im Weltraum durchzuführen. Ein aggressiverer Eintrittswinkel zur Prüfung der aerodynamischen Belastbarkeit des Starship. Dynamischere Fangmechanismen für den Booster, um dessen Wiederverwendbarkeit zu demonstrieren. Neuer Hitzeschutz, um die Entfernung von 2x8 Spalten Hitzeschutzkacheln, um insgesamt 1400 Kacheln, etwa eine Tonne Gewicht, wurde eingespart, um das Schiff einfacher mit den Fangarmen fangen zu können. Diese Modifikation war notwendig, da sonst Kacheln beim Fangvorgang in Zukunft beschädigt werden könnten. An Bord befand sich eine Banane als symbolische Nutzlast, um humorvoll zu unterstreichen, dass das, was SpaceX macht, Bananas, also verrückt ist. Dies spiegelt sich auch in der Merchandise-Linie wider, die Bananen, T-Shirts, Plüschtiere und Patches umfasst. Donald Trump war vor Ort und beobachtete zusammen mit Elon Musk den Start. Dies unterstreicht die Bedeutung des Fluges sowie die politische und kulturelle Tragweite des Starship-Programms. Wie auch bei Flug 5 gibt es zu den Startvorbereitungen und zum Start selbst nicht viel zu sagen. Das einzig Erwähnenswerte hier ist, dass SpaceX erstmalig bei Flug 6 den Stack nur ein einziges Mal vor dem Start aufeinander gestapelt hat. Also nur dieses eine Mal für den Start. Bei T plus 2 Minuten und 35 wurden die meisten Triebwerke in Vorbereitung auf das Hotstaging heruntergefahren. Also 30 der 33 Triebwerke. Mehr dazu in meinem Hotstaging-Video, wo ich auf all die Probleme und deren Lösungen eingehe, die dieses Verfahren mit sich bringt. Der Booster führt den Boost-Backburn durch und steuert zurück zur Starbase. Während des Hotstaging kam die Meldung, dass der Turm in gutem Zustand sei, doch kurz darauf ging die Kommunikation zum Turm verloren und aus Mission Control war dann zu hören, Booster offshore divert. Also Booster-Umleitung, wenn man so will. Der Booster wurde sicherheitshalber nicht gefangen, sondern umgeleitet, was zu einer spektakulären, aber kontrollierten Explosion im Golf von Mexiko führte. Vielleicht hatte ja diese umgekippte Antenne oben auf dem Turm etwas mit dieser Sache zu tun. Währenddessen beschleunigte die Oberstufe Richtung Orbit und nächste Missionsmeilenstein, dem Relight. Dabei wurde einer der drei zentralen meereshöhenoptimierten Raptor-Triebwerke für rund 2 Sekunden gezündet. Das beschleunigte die Oberstufe um ca. 80 km/h von 26.560 auf 26.641 km/h. Bedeutet, sie haben pro Grade gefeuert. Das verlängert die Parabel, auf der das Schiff fliegt. Der Astronom Jonathan McDowell hat die Bahn vor und nach der Zündung berechnet. Vor der Zündung flog Starship auf einer elliptischen Bahn von 8 x 190 km und danach 50 x 228 km. Das ist verhältnismäßig niedrig, aber das stellt sicher, dass Starship so oder so wieder in die Atmosphäre zurückkommt. Trotz der dramatischen Bilder war dieser Flug kein Rückschritt, sondern hat gezeigt, dass SpaceX dazugelernt hat und weniger oft Dinge überstürzt. Die Oberstufe des Starship trat mit einem aggressiveren Winkel in die Erdatmosphäre ein.
was zu einer höheren thermischen Belastung führte. Trotz der Entfernung von Hitzeschutzkacheln zur Gewichtsreduktion und den damit verbundenen Risiken überstand die Oberstufe diese extreme Belastung überraschend gut. Sie haben also versucht, das Schiff an seine Belastungsgrenzen zu bringen, haben es aber nicht geschafft. Es ist echt erstaunlich, wie robust diese Raumschiffe und Booster gebaut sind. Dies demonstriert die Fortschritte, die SpaceX in der Entwicklung der Hitzeschutztechnologie gemacht hat. Die Live-Bilder, die von den Bojen im Indischen Ozean übertragen wurden, boten eine bisher unerreichte Sicht auf die dramatischen letzten Momente des Wiedereintritts und der Wasserung. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man sogar eine der Bojen aus der Sicht des Schiffes aus der Luft. Lange nach Redaktionsschluss hat SpaceX noch dieses Video aus der Sicht der Boje in der Nacht auf Samstag veröffentlicht. Zuerst feuern alle drei zentralen Triebwerke. Dann fahren zwei davon nacheinander herunter und das Schiff setzt extrem weich auf dem Wasser auf. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass das Schiff etwas gegrillt aussieht. Es war auch nichts anderes zu erwarten. Die Landung der Oberstufe im Indischen Ozean wurde präzise durchgeführt. Wie präzise, wissen wir nicht. Aber es muss ziemlich präzise gewesen sein, wenn sie in der Nähe der vorher positionierten Bojen gelandet sind. Die Rede ist davon, dass SpaceX inzwischen auf wenige Zentimeter genau landen kann. Der kontrollierte Wiedereintritt und die sanfte Wasserung zeigten, dass SpaceX in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen eine gezielte Landung durchzuführen. Die neue Strategie, aggressive Wiedereintrittswinkel zu testen, liefert wichtige Daten für zukünftige Missionen, insbesondere für die bevorstehenden bemannten Flüge zum Mond und Mars. Die Entscheidung, den Booster nicht zu fangen, sondern stattdessen ins Meer zu leiten, war eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund des unerwarteten Verlusts der Kommunikation zum Turm. Der Booster zeigte, dass er sogar nach einer Explosion im Wasser noch intakt bleiben kann, was seine Robustheit unterstreicht. Erst nach Einbruch der Nacht näherte sich das erste Boot. Die Pläne für das Starship V2, das bereits in der Kryotestphase ist, sind ehrgeizig. Mit neu positionierten Steuerflächen und einem noch stabileren Hitzeschild wird das V2-Modell voraussichtlich noch leistungsfähiger und sicherer sein. Die erwarteten Verbesserungen könnten die Anzahl der Flüge, die SpaceX jährlich durchführen kann, deutlich erhöhen und die Kosten pro Flug weiter senken. Nächstes Jahr wird ein besonders ereignisreiches Jahr werden. SpaceX nimmt den zweiten Turm in Betrieb, beginnt die V2-Testphase, Star Factory geht in Vollbetrieb und steigert den Output massiv und zum Sommer hin werden die ersten Schiffe gefangen. Und eigentlich müssten in der zweiten Hälfte des Jahres auch die Betankungstests durchgeführt werden. Zusätzlich sollte auch noch eine Demo-Mondlandemission gestartet werden. Also es wird mit Sicherheit nicht langweilig werden. Und nach der Banane werden Anfang nächsten Jahres vermutlich schon die ersten Starlink V2 mit Flug 8, 9 oder 10 ins All transportiert. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchte ich euch noch voller Stolz und Freude die brandneue Kooperation mit Planet Pioneers vorstellen. Wir haben unglaublich coole Designs wie dieses hier zum Beispiel. Catch Rockets, not Feelings. Finde ich genial. Aber auch andere Designs wie dieses oder dieses. Mit dem Rabattcode MARS26 gibt es einen Nachlass von 10% auf deinen gesamten Einkauf. Und das Beste daran ist, ab einem Einkaufswert von 99 Euro bekommst du eine MARS-Chroniken-Zaubertasse geschenkt. Gib dazu einfach den zweiten Rabattcode MARS-XMES an und sichere dir dieses tolle Angebot. Hol dir deinen Space Swag jetzt. Eignet sich übrigens auch ausgezeichnet als Geschenk für Fans der Raumfahrt. Weihnachten ist ja um die Ecke. Und jeder Einkauf unterstützt direkt Mars-Chroniken. Also gleich auf planet-pioneers.de gehen oder direkt über den Link in der Videobeschreibung zugreifen. Und jetzt zurück zu Starship. Die Herausforderungen des Wiedereintritts und der Landung unter härteren Bedingungen haben SpaceX wertvolle Einblicke in die Grenzen und Möglichkeiten des Starship-Designs gegeben. Die Kommunikationspanne, die zum vorzeitigen Abbruch des Boosterfangs führte, hat die Notwendigkeit für robustere und redundantere Kommunikationssysteme aufgezeigt. Die Entwicklung solcher Systeme wird künftig eine höhere Priorität haben, um sicherzustellen, dass alle Teile dieses Systems auch unter herausforderndsten Bedingungen vollständig synchronisiert arbeiten können. Mit dem bevorstehenden Einsatz von Starship V2 und den daraus resultierenden Verbesserungen wird eine höhere Flugfrequenz angestrebt.
Dies wird nicht nur die Kosten weiter senken, sondern auch die Flexibilität und die Fähigkeit von SpaceX erhöhen, schnell auf neue Anforderungen und Möglichkeiten zu reagieren. Seit einigen Tagen dringen immer mehr Infos zu den Mondlandefähren durch. Zum Beispiel haben wir diese Renderings des Innenraums zu sehen bekommen. Hier sind die Crewkojen und so sieht das Ganze von innen aus. Starship ist nicht nur ein Raumschiff, sondern auch ein Symbol für die nächste Generation der Raumfahrttechnologie. Mit der Fähigkeit, große Notlasten zu transportieren und effizient zwischen Erde, Mond und Mars zu reisen, könnte Starship die Art und Weise, wie Raumfahrtmissionen konzipiert und durchgeführt werden, grundlegend verändern. Speziell mit der Ernennung von Elon Musk zum Effizienzminister, das Wort habe ich gerade erfunden, könnte Artemis vor einer drastischen Umgestaltung stehen. Während ein Start des SLS samt Orion und Feststoffbooster und ESM etc. über 4.000 Millionen bzw. 4 Milliarden US-Dollar kostet und nur einmal pro Jahr möglich ist, könnte Starship im Zweifelsfall in Kombination mit Dragon und Falcon 9 das Vielfache für einen Bruchteil der Kosten erledigen. Im Stream von SpaceX haben die Moderatorinnen ganz eindringlich um Bewerbungen für alle möglichen Jobs gebeten. SpaceX hat aktuell rund 15.000 Mitarbeiter und steht kurz vor einer massiven Expansion. All die talentierten Ingenieure, die bei den traditionellen Rüstungs- und Raumfahrtgiganten festsitzen, haben hier gerade eine Abfahrtsrampe zur Verfügung gestellt bekommen. Selbst wenn Artemis 2, 3 und vielleicht sogar auch 4 und 5 mit dem SLS fliegen, so sage ich es jetzt voraus, dass diese Rakete samt Rattenschwanz ein deutlich sichtbares Ende seiner Lebzeit vor sich hat. Selbst mit Dutzenden Tankerflügen und dem Einsatz der Falcon 9 und Dragon Kapsel ist es günstiger, nachhaltiger und verlässlicher auf die Starship-Architektur, anstatt auf SLS zu setzen. Wenn ich Astronaut wäre, würde ich auch gerne lieber in einem flugerprobten Raumschiff sitzen, das in großen Stückzahlen hergestellt und getestet wird und fliegt, als mit Raketen und Raumschiffen, die Einzelstücke sind und jedes Mal zum ersten Mal starten. Im Internet gibt es bereits zahlreiche Missionsarchitekturen, die das SLS der NASA völlig umgehen und auf SpaceX Blue Origin und sogar ULA setzen. Es würde mich also nicht wundern, wenn in diesem Bereich große Umbrüche stattfinden würden. Die zukünftigen Flüge von Starship werden nicht nur technologische Demonstrationen sein, sondern auch als Plattform für wissenschaftliche Forschung, kommerzielle Satellitenstarts und tiefgreifende Exploration dienen. Die zuständige Behörde FAA hat Mitte November einen vorläufigen Bericht veröffentlicht, der die Grundlage für SpaceX legt, 2025 bis zu 25 Starts durchzuführen. Auch in diesem Bericht wird die Steigerung dieser 25 Starts pro Jahr in Aussicht gestellt. Eine Genehmigung für den Einsatz von V2-Schiffen war mit Ende November 2025 allerdings noch nicht eingetrudelt. Für jede gröbere Entwicklungsstufe wird eine neue Lizenz benötigt. Das ist auch gut so. Aber speziell mit einer raumfahrtfreundlicheren US-Administration werden solche Genehmigungen vermutlich weniger zur Hürde werden. Die Konkurrenz im privaten Raumfahrtsektor treibt die Innovation voran. SpaceX fordert traditionelle Raumfahrtagenturen und andere private Akteure heraus, ihre Methoden und Technologien zu überdenken und zu verbessern. Gwynne Shotwell, die Präsidentin von SpaceX, hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass sie sich für alle ihre Geschäftsbereiche ernstzunehmende Konkurrenz wünscht, weil ihr bewusst ist, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Es ist für viele unfassbar, dass es wirklich ein Unternehmen gibt, das wirklich gute und starke Prinzipien hat, die in erster Linie nicht die Gewinnmaximierung in den Fokus stellt, sondern diese als Ergebnis der Leidenschaft zur Vision herzlich willkommen heißt. Diese Vision ist nach wie vor nichts Geringeres, als die Menschheit zu einer multiplanetaren und wahrlich raumfahrenden Spezies zu machen. SpaceX hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, Menschen auf den Mars zu bringen. Eine unbemannte Cargo-Mission mit einer Handvoll Schiffen zum Mars beim nächsten Mars-Transferfenster im Jahr 2026 ist aus heutiger Sicht und in Anbetracht der Erfolge des Starship-Programms durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Ob Artemis 3 im selben Jahr bemannt mit Starship auf dem Mond landen kann, ist allerdings eine andere Frage. Aber Mondmissionen sind nicht an 2 Jahreszyklen gebunden wie die Mars-Missionen.
Also kann man Artemis 3 Verspätungen vermutlich in Monaten messen. Langfristig sieht SpaceX die menschliche Besiedelung des Sonnensystems als unvermeidlich an. Die Entwicklung eines zuverlässigen, wiederverwendbaren und effizienten Transportsystems wie Starship ist dafür eine Voraussetzung. Es ist vergleichbar mit dem Ausbau der Eisenbahnschienen während der industriellen Revolution. Die Missionen von SpaceX sind mehr als nur technologische Demonstrationen. Sie sind auch ein Symbol für das menschliche Streben nach Wissen und die Sehnsucht, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten. Als Fazit lässt sich sagen, dass der Weg zur interplanetaren Raumfahrt komplex und herausfordernd ist, aber auch mit unermesslichem Potenzial verbunden ist. Danke an alle Kanalmitglieder und Patrons, die uns auf dieser Reise begleiten. Und denkt daran, eure Unterstützung hilft uns, diesen Kanal zu betreiben. Alle Infos dazu, wie du uns unterstützen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Ein Abo und Daumen hoch sind jedenfalls kostenlos und helfen auch sehr. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.